Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Gameplay-Commentary auf meinem Kanal. Im Hintergrund seht ihr ein Duell-Gameplay. Ja, wir spielen 2 vs. 2 auf dieser geilen Map, die wir gratis bekommen haben. Ja, gratis, WTF. Habe ich mir anfänglich auch nicht gedacht, dass die uns hier 2 geile Maps gratis geben. Jetzt auch noch Terminal. Ich habe mir gedacht, WTF, was ist mit denen los? Ernsthaft. Ja, ich spiele hier mit dem Knosti, den ihr auch noch als Austrian Project kennt. Ein ziemlich geiler YouTuber, der jetzt in letzter Zeit MW3 auf dem PC spielt. Ja, der auch livestreamt, ziemlich geil. Ja, und hier im Hintergrund seht ihr eben, wo wir ziemlich bashen. Ich spiele mit der Sniper und das ist ein kurzer Videoclip, wo ich nicht sterbe und trotzdem einen verdammt geilen Streak King bekomme. Ja, heute ist das auch wieder nur so ein kurzes Video wie letztes Mal. Auch der Grund heute ist das gleiche wie letztes Mal. Ich hatte so wenig Zeit diese Woche. Ich musste mit einer Freundin feiern, die hatte nämlich heute Nachmatura. Also am Freitag Nachmatura, haben wir fett gefeiert. Matura, Abitur, kennt ihr? Jawohl, und war vom Militär verdammt müde. Denn Dienst bis irgendwann, kannst du ja schießen manchmal. Alter. Na, aber das wollte ich euch auch noch sagen, wenn ich gerade das Militär anspreche. Ich mache das einjährig freiwillig. Und das heißt, ein Jahr freiwillig wollte ich machen. Nur ich habe mir das Ganze jetzt überlegt, dass ich werde das Ganze nicht fertig machen. Das heißt, ich werde es nach 6 Wochen aufhören und den normalen Grundwehrdienst wechseln. Der Grund dafür? Ganz klar. Ich habe zwar gewusst, dass das anstrengender wird als der normale Grundwehrdienst. Aber einjährig freiwillig sind die Dienstzeiten katastrophal. Ich will jetzt nicht irgendwie gegen Herr schlecht reden, weil das darf ich ja offiziell nicht. Nein, ist super. Super, besser geht's nicht mehr. Nein, aber auf jeden Fall haben wir oft Dienstzeiten bis 20 Uhr, 21 Uhr, 22 Uhr. Und ich hätte gedacht, dass es nach einem gewissen Zeitraum weniger wird. Nur im Grunde ist es jetzt kontinuierlich immer so auf der Zeit. Das heißt, ich habe Zeit für YouTube immer nur am Wochenende. Ja, und irgendwie ist mir das Ganze wichtiger. Oder mit meinen Freunden zu machen, ist mir wichtiger als jetzt beim Militär dann 1000 dazu verdienen, anstelle von jetzt den 300, die man als Grundwehrdiener bekommt. Ja, wie gesagt, ich habe jetzt noch 3 Wochen beim Militär als normalen Ausbildung und dann geht es wieder normal weiter mit YouTube. Das heißt, auch wenn ich jetzt mehrere Abonnenten durch den Killer Chris bekomme, ich kann euch erst am Wochenende danken, weil ich vorher leider keine Zeit habe. Ja, das war's im Grunde schon, Leute. Bis dann. See you, ladies and gentlemen.